Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Donkey Kong Country. Heute in der Affenkleinhöhle mit dem Level aufgetankter Ärger. Und ja, so ein Level hatten wir ja schon mal, bloß halt ohne diese Tanks hier, wo es jetzt hier allerdings gibt. Und ja, wir müssen eigentlich alle von diesen Tankfässern hier erwischen. Und später gibt es nicht immer welche, wo komplett auffüllen, sondern nur so teilweise. Das macht es dann gar nicht mal so einfach, wirklich auch alles zu finden beim ersten Mal spielen, und das ist allgemein eigentlich schon ziemlich schwer. Ich meine, ihr seht's ja. Wenn es übrigens leer geht, dann fliegt das Teil wieder nach unten. Wow, gerade noch gecheckt. Hier gibt es jetzt die Hälfte, also die Mitte. Und ja, eigentlich war dieses eine Fass da jetzt komplett unnötig. Scheiße. Wow. Ich meine, ihr seht es ja selbst, was das hier für eine kranke Scheiße ist. Wenn man da zu schnell ist, dann, ja, ist es down. Oh Gott. Übrigens, die 99 Leben werden wir vermutlich jetzt nicht mehr erreichen. Ups, lag, lol. Und zwar gibt es da so eine Besonderheit. Und zwar wird bis 99 Leben angezeigt. Allerdings kann man auch deutlich mehr haben. Also das heißt, wenn du 150 Leben haben solltest, was relativ gering ist, die Wahrscheinlichkeit darauf, dann wird einfach trotzdem weiterhin nur 100 angezeigt. Oh, scheiße. Verkackt. Ja, das war es schon zu spät. Seht ihr, deswegen muss man wirklich jedes Fass bekommen. Deswegen ist dieses Level so assi. Und ja. Ich finde es auch wirklich interessant, dass den Entwicklern immer noch wieder was eingefallen ist. An Ideen. Es ist wirklich interessant. Ja, jetzt habe ich es verkackt schon wieder. Okay. Lol, das wusste ich gar nicht, dass das passiert. Okay. Nice to know. Das heißt, man bekommt hier so gesehen die Verlierersequenz aus den Bonussen zu sehen. Aus den Boni, nicht Bonussen. Keine Ahnung warum, aber ich will immer Bonussen sagen. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal irgendwem passiert ist überhaupt. Ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Boah, war das knapp, ey. Fuck. Weiter. Oh, ey, das ist so heftig. Bloß wo hier die Boni sein sollen, ich habe keinen blassen Schimmer. Ehrlich, ich weiß es nicht. Oh, come on. Wie kann man bitte schön so erwischt werden? Oh, okay. Das ist so gesehen eine Falle. Wenn man da versehentlich zu früh reinspringt, dann ja, ist man down. Und schon geht die Stimmung wieder nach unten im Level. Vor allen Dingen immer dieser Lebensdruck, wo man hat.
Und dann noch die Tatsache, dass man ja irgendwie die Boni alle finden muss. Boah, das war jetzt schon fast etwas zu langsam. Aber die Musik ist cool. Die mag ich. Ist eine der besten Tracks, wenn ich finde. Zumindest aus den ersten drei. Boah, das war knapp, du. Nein, da springe ich jetzt nicht rein. So, der Reifen hat mich da jetzt gerade nur ein bisschen belastet. Ja, natürlich. Ey, wie willst du denn da rechtzeitig springen können, wenn du es zum ersten Mal machst, beziehungsweise wenn du es schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht hast? Das ist ja furchtbar. Vor allen Dingen, warum kommt die Mitte so unglaublich früh? Also Speicherfass. Hab dazu halt früher immer Mitte gesagt. Also in den ersten Leveln halt eigentlich auch die Mitte symbolisiert hat. Aber wann sich das geändert hat, beziehungsweise warum hier gerade. Ja, warum jetzt das Level so ultra lang ist, trotz Save Point, ist mir ein Rätsel. Ebenso, warum es hier eigentlich gerade so laggt. Und diese komischen Störgeräusche, die nerven ganz schön. Den schönen Track. Boah, ey, meine Fresse, mein PC. Es nervt. Gut. So macht man es eigentlich im Normalfall. So. Ja, ihr seht ja, wie krass das jetzt hier gerade wird. Wie man da die ganze Zeit bloß einen Punkt bekommt und dann plötzlich wieder komplett voll hat. Das Level ist alles andere als nett. Im Gegenteil. Boah, hier gibt es nämlich einen Bonus. Natürlich sterbe ich vorm Bonus. Vorm letzten Bonus, um genau zu sein. Ah, das Level, ey. Die Level waren mal witzig, ja. So nach dem ersten und zweiten Fail, ja. Aber irgendwann. Don't know. Gott. Also, ich bin gesprungen. Los, weiter. Sklave, los. Das ist ab sofort mein Sklave. Ich armes Würstchen. Gott. Wieder voll aufgefüllt, trotz Lags. Nice. Gut. Die Bananen gönne ich mir. Auch wenn man da durchaus mal mit Leben bezahlen kann. Ja, komm, wenn's so laggt. Genau an der Stelle. Komm schon. Kann doch auch nichts dafür, dass das so fies laggt. Da werde ich natürlich selber noch bestraft. Boah, Alter, wie willst du denn da mit bei beiden Affen durchkommen? Das ist ja krank. Aber da brauchst du ja fast gar beide Affen. Wenn mich das Spiel jetzt mal nicht betrügen würde, wäre das alles eigentlich auch viel einfacher.
nö, dann kommen Lags an den unmöglichsten Stellen. Mein PC hat mich doch lieb. Wahrscheinlich denkt er sich jeden Tag, Arschloch. Lass mich pennen. Komm schon, ich drück A und der springt nicht. Vor allen Dingen A, wenn man mit B springt. Vor allen Dingen mit B, wenn ich mit X, nee, Quatsch, mit Y springe. Ja, auf der Original, auf dem Original, Controller, da war es B. Bei mir ist es einfach mal Y. Why not? Boah. Alter. So, tot, tot. Das war jetzt nicht asynchron oder so. Ich habe das zu spät reagiert. Gut. Vielleicht kann ich den Reifen ja noch irgendwie benutzen. Später, vielleicht bringt er mir ja was. Vermutlich eher nicht. Vermutlich wird er mich eher umbringen. Nein, die Bananen lasse ich jetzt einfach mal. Oh, ich bin mit beiden Affen durch. Okay, und der Reifen, der wird jetzt schon dezent. So. Oh. Yes. Durch. Mit beiden Affen. So, und wie da hinten befindet sich jetzt nicht der Bonus und das hier ist der Bonus. Ich glaube, dann raste ich aus oder so. Nein! Boah, ey, Gott sei Dank. Jetzt ist da vorne wirklich der Bonus, oder? Ey, diese Bastarde. Ey, kein Wort dazu. Ich mach's dann anders nach. Die Bonusse. Boni. Jetzt kommt erstmal die Dynagrotte. Die letzte Grotte. Wow. Und warum auch immer das Dyna heißt. Die Dynagrotte. Boah. Ob die Teile hier Dyna heißen? Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall bekommen wir hier mal wieder Rambi zu sehen. Alter. Lag jetzt nicht, Spiel. Nein, Rambi. Bleib hier. Ey, du willst mich doch verarschen, Rambi. Du Arschloch, komm zurück. Ach, scheiße. Ich glaube, den brauchen wir hier für ein paar Boni. Alter, lag nicht so, Spiel. Doch. Man kann sagen, was man will, das war ein getimter Sprung auch in den Tod. Und hier ist auch schon die Halbzeit. Ja, wir haben auf jeden Fall was verpasst. Ob das was jetzt für den Arschloch ist oder nicht. Ja, stimmt ja, sobald man die hinstellt, dann explodieren die. Ich vergaß. Oh Gott. Oh Gott. LOL! Alter, eigentlich wollte ich die andere Seite anvisieren. Aber durch das, dass ich da drauf gesprungen bin, versehentlich. LOL. Also das kann man jetzt wirklich Glück nennen. So wie mich das Spiel gerade die ganze Zeit verarscht. So viel Mitleid hat es auch mit mir. Boah, ey. Gott sei Dank war da so ein Typ, wo ich nicht besiegen konnte. Oh Gott. Schnell. Boah, Alter. Ja, klar.
Das Game, ey. Da wechsle ich mal lieber. Zack, zack. So. Sehr schön. Ja, gut, dass da jetzt Donkey sterben musste, war irgendwie nachzuvollziehen. Und da ist auch schon der Pfeil. Das heißt, wir haben es gleich. Ah. Stimmt, jetzt kommt so ein Bonus hier. Das ist mal eine Ausnahme. Ich glaube, das zählt ja auch noch als Bonus. Allerdings ist es jetzt hier so, dass man auch sterben kann. Scheiße. Ja, da ist nichts mehr, okay. Also, das Level ist komisch. Boah. Alter. Fast auf meinen Donkey. Dieses Scheißteil ist fast auf meinen Donkey gelaufen. Okay. Auch wieder nicht zu 100%. Naja, egal. Oh, jetzt kommt eine Mine. Die Nebelmine. Eieiei. Na toll. Super. Nicht okay. Hätte ja sein können. Auch nicht. Okay. Ich denke die ganze Zeit, dass hier irgendwo was ist. Aber dabei sind diese Teile eigentlich nur für diese Dumpfbackenfässer. Ja, die heißen wirklich so Dumpfbackenfässer. Ich glaube, irgendwo werden die Teile auch mal wichtig sein. Okay, und das Rambi hier? Nee, danke. Diese Rambi-Statue, die kann man sich in den Arsch schieben. Genauso sinnvoll. Boah, aber irgendeinen Bonus würde ich jetzt schon ganz gerne heute noch finden. Zumindest jetzt mal hier in einem ersten Durchlauf des Levels. Wäre nicht schlecht. Ja, jetzt waren wir gerade bei 5 FPS. Joa, also ich würde mal sagen, ich bin froh, wenn ich diese Level hier einmal durch habe. Danach werde ich mal schauen, wo die ganzen Boni sind. Auch ein gutes Detail im Hintergrund, habt ihr es gerade gehört? Da jetzt schon wieder. LOL! Ey, das war jetzt durch Zufall, habe ich jetzt das entdeckt. LOL. Okay, gibt's ja KONG. LOL? Tatsache. Aber auf den hätte ich wirklich verzichten können. Okay, das Level ist wirklich noch komischer als das andere. Nein, diesen Strauß hole ich mir jetzt ganz sicher nicht. Übrigens, gibt es ja da immer so Zweifel, dass der gegen die Claptraps ja immun ist. Er ist schon immun, ja? Allerdings nicht, wenn die auf seinen Körper kommen, sondern bloß auf seinen Füßen ist er immun. Und da brauche ich ein Fass. Okay. Wow. Sorry, falls ihr gerade eine Tür gehört habt. Gehört haben solltet. Ciao, Army. Wow. Ja, die Entwickler drehen hier manchmal ein bisschen durch. Habt ihr richtig erkannt? So, der ist tot, dieser Army. Immer diese armen Armys. Boah, ey, was haben die hier eigentlich mit diesen Dumpfbackgefässern? Mal ehrlich. Und wir haben ganz sicher was verpasst. Ganz sicher. Ja. Ja, gut, aber ich wollte jetzt einfach mal die Level einmal schaffen.
einfach mit ich sie geschafft habe. Und ihr habt auch gesehen, die Level sind jetzt nicht mehr schwer. Alter Stratus. Ich weiß mir gerade echt nicht mehr, was das für ein Level ist, Alter Stratus. Aber ich glaube, das ist sogar das vorletzte normale Level. Ein Part gibt es auf jeden Fall noch. Und vielleicht ist der nächste Part sogar schon der letzte finale Part. Wenn ich dementsprechend gut durchkomme. Ja, aber das müsste eigentlich das letzte normale Level sein. Naja, unterhalb von dieser Leiter da ist jetzt noch Candy und dann kommt noch dann ein normales Level. Und dann, ja. Aber jetzt hole ich erstmal die Bonus-Level nach. Die Bonusfässer. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann. Oder auch nichts. Bye. Immer diese Lags, ey.